Geldcast, der Geldpolitik-Podcast mit Fabio Kanetsch. Präsentiert von swissinfo.ch. Ja, herzlich willkommen, liebe Geldcasterinnen, liebe Geldcaster, zu einem Live-Gespräch vor Publikum. Wir sind hier in den altehrwürdigen Räumen von SRF und swissinfo.ch in Bern, hier, wo zum Beispiel das Echo der Zeit produziert wird. Wir haben topaktuelle Themen für Sie. Nach dem Ende der Credit Suisse und 5 Wochen vor den eidgenössischen Wahlen sprechen wir über die Bankenregulierung. Was muss das neue Parlament dereinst machen und was würde zu weit gehen? Und wir sprechen über die neuesten Wirtschaftszahlen. Der Bund hat ja erst gerade ein Nullwachstum gemeldet für die Schweiz. Schlittern wir bereits in die nächste Wirtschaftskrise? Und wie sollte die Politik darauf reagieren? Diese Fragen kläre ich heute mit 2 Gästen, mit Christoph Schaltegger, Direktor des Instituts für Wirtschaftspolitik an der Uni Luzern, und mit Yves Wegelin, Wirtschaftsjournalist bei der Wochenzeitung. Er ist kurzfristig eingesprungen für Monika Büttler. Ja, Yves Wegelin, Christoph Schaltegger, bevor wir über die Wirtschaftspolitik sprechen, möchte ich noch gerne etwas über Sie beide erfahren. Yves Wegelin, Sie stehen ja politisch eher links. Welche politische Meinung haben Sie zuletzt geändert? Ja, ist eine schwierige Frage, weil ich denke, dass man Meinungen schon ändert im Leben, aber eher sukzessive, also nicht so Brüche. Wo das geschieht, sind wirklich bei Themen, die sich plötzlich stellen. Und da war Corona sicher so ein Fall. Das hat uns irgendwie alle von oben erwischt. Und dann musste man sich ziemlich schnell positionieren. Ich hatte dort einen sehr wirtschaftlichen Blick und natürlich auch den Blick, den Schutz der Menschen quasi aufrecht erhalten. Und ich habe dort sehr stark für strikte Maßnahmen und so weiter plädiert und dass man diese quasi finanziell dann auch kompensiert. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass es grundsätzlich der richtige Kurs war, aber ich muss sagen, dass ich im Nachhinein schon auch gewisse blinde Flecken entdeckt habe. Also ich hatte nicht bemerkt, wie sehr stark diese ganze Corona-Krise für gewisse Jugendliche, für gewisse alte Leute, was das für ein Einschnitt ist. Also ich glaube, da hatte ich eine zu starke wirtschaftliche, rationalistische Brille auf. Und dort habe ich schon justiert. Zu meiner Linken also kein Dogmatiker, zu meiner Rechten ist Christoph Schaltegger. Er ist in der Öffentlichkeit eher bekannt als konservativer Ökonom. Haben denn Sie zuletzt gemerkt, dass Sie in dieser oder jener Frage mal Ihre politische Meinung überdenken müssen? Also ich hoffe, dass ich vor allem als Ökonom wahrgenommen werde und nicht mit Zusatz. Es gibt ja dieses schöne BOMO von, ich glaube, es war John Maynard Keynes: wenn die Fakten ändern, dann ändere ich meine Meinung. Und dann fragt er noch so schön, what do you do? Ich glaube, das geht uns, wenn wir offen durch die Welt laufen, alle gleich. Wir werden halt gelegentlich von Dingen überrascht, wo wir dachten, kann es so etwas überhaupt geben? Aktuell ging es mir, glaube ich, mit der CS-Krise schon auch ähnlich. Ich war nicht wirklich naiv, dass ich dachte, dass diese Bankenregulierung und die große Behörde, dass sie eine Insolvenz einfach durchführen konnte. Aber man war dann am Ende durch die Ereignisse und durch die Ohnmacht auch, war man dann schon, ist man ein bisschen erschüttert im Selbstverständnis, gerade wenn man Marktwirtschaftler ist, im Selbstverständnis, wie dieser Sektor funktioniert. Ja, ich glaube, da haben wir alle ganz viel gelernt. Und was wir daraus gelernt haben, das werden wir noch vertiefen heute in diesem Geldcast. Wie informieren Sie sich denn eigentlich darüber, wie Ihre politischen Gegner denken? Lesen Sie die WOTS? Also ich habe keine politischen Gegner. Ich habe auch keinen politischen Auftrag. Ich bin Abonnent der NZZ und habe auch noch ein paar andere Zeitungen. Gelegentlich wird mir auch die WOTS hingelegt, natürlich vor allem, wenn Herr Wegelin schreibt. Und dann lese ich das natürlich auch. Vielleicht können wir hier dann noch ein Probeabo aushandeln nach der Sendung beim Apro gemeinsam. Sie haben ja dieses Label, dieses konservative Label, haben Sie ja auch von der WOTS bekommen. Die haben einen Artikel geschrieben über Ihr Institut und dort geschrieben, Sie würden eine rechtsliberale Bastion aufbauen mit Ihrem Wirtschaftsinstitut in Luzern. Wie ist dieses Label für Sie? Ich nehme mich so nicht wahr, aber sich selber zu beurteilen ist immer schwierig. Also ich versuche offen durch die Welt zu gehen und versuche vor allem nicht einfach dem Zeitgeist nachzuäffen, sondern mir meine eigene Meinung zu machen. Wenn sie links ist, ist sie links. Wenn sie rechts ist, ist sie rechts. Das ist für mich nicht entscheidend. Yves Wegelin, wie wäre für Sie das Label rechtsliberal? Eine schwierige Frage, weil ich dieses Label noch nie erhalten habe. Wenn man auf der eher rechts
sage ich mal, steht, wie das ankommt. Mich dünkt, das ist jetzt auch nicht irgendeine eine negative Konnotierung, ist halt einfach irgendwo eine politische Verortung. Und ich finde halt am Ende des Tages sind wir halt alle ein bisschen auch auf solche Verortungen angewiesen. Mit dem linken Journalisten können Sie also gut leben? Nein. Sind Sie das nicht? Wahrscheinlich bin ich das, aber ich glaube, für mich ist das nicht so die erste Frage. Für mich, also klar, ich schaue die Welt aus der Sicht der Menschen an. Ich stehe für Demokratie, Menschenrechte, für Emanzipation, für Gleichberechtigung, für eine gewisse soziale Ausgeglichenheit. Für das SP-Parteiprogramm, sagen wir es. Nein, also da habe ich auch, also oft bin ich einverstanden, manchmal auch nicht. Nein, was ich sagen will, ist, dass am Ende des Tages in der heutigen Konstellation der Welt oder im heutigen Koordinatensystem bin ich wahrscheinlich links. Aber ich für mich sind das eigentlich ziemliche Selbstverständlichkeiten, die ich vertrete. Also ich fühle mich überhaupt jetzt nicht irgendeinem Pol. Also ich fühle mich eher so mittig. Und das meine ich jetzt, also ich stehe zu meinen Meinungen, aber ich fühle mich nicht irgendwie an einem Extrem. Ich glaube, das ist eine gute Ausgangslage für diese Diskussion. Keine Dogmatiker bei mir hier im Geldkasten. Auch ganz spannend, etwas Persönliches von Ihnen mitzunehmen. Ich möchte jetzt aber gerne einsteigen in die politische Diskussion, die wir heute Abend führen möchten. Zuerst reden wir über die Bankenregulierung und da kommt auf das Parlament, das am 22. Oktober gewählt wird, ja etwas zu, nämlich die Forderung, die Eigenkapitalquoten der Banken zu erhöhen. Die liegt auf dem Tisch, das hat zum Beispiel Daniel Zuberbühler bei mir im Geldkast gefordert, der ehemalige FINMA-Direktor, der hat gesagt, ja 10% hartes, ungewichtetes Eigenkapital sollte es schon sein. Heute müssen die Banken davon nur 3,5% halten. Das heißt, die Banken müssen auf Anlagen von, sagen wir, 100 Franken nur gerade 3,50 Franken als Puffer halten für mögliche Verluste. Yves Wegelin, was hätte denn die Schreinerin in Hochdorf oder der Lehrer in Bern-Bümplitz oder die Auslandschweizerin in Berlin, was hätten diese Leute davon, wenn die Banken 10% Eigenkapital halten müssten? Ja, ich glaube, es gibt wahrscheinlich drei Punkte. Also erstens würde ich sagen, sind es am Ende trotzdem die Steuerzahlenden, die am Ende die Zeche bezahlen. Also natürlich, jetzt hat man nichts bezahlen müssen für die CS, aber das Risiko hatte man trotzdem. Und wer ein Risiko trägt, trägt am Ende des Tages eben auch vielleicht dann einen Verlust. Es nützt der Demokratie, weil wir haben jetzt zum zweiten Mal innerhalb von 15 Jahren eine Bank mit Notrecht als der Patsche geholfen, über Nacht, was ich sehr, sehr fragwürdig finde. Und das Dritte würde ich sagen, das nützt jetzt vielleicht irgendeine Person irgendwo in der Schweiz nichts, aber es ist doch trotzdem so, dass eigentlich für alle dieselben Regeln gelten sollten. Und bei ganz vielen Leuten, selbst bei Leuten, die durch alle Maschen fallen, heißt es dann, das ist halt Eigenverantwortung. Der Herr Parmelin, der Wirtschaftsminister Parmelin, hat jetzt wieder in der Zeitung gesagt, Kaufkraftverlust. Ja, Eigenverantwortung, da können wir nicht helfen, da müssen Sie halt sparen, fahren. Also man muss zusammen ein Auto teilen. Und bei der Bank soll das dann plötzlich nicht mehr gelten. Das sind aber sehr abstrakte Nutzen, die Sie jetzt hier aufführen. Die Demokratie, die gleichen Regeln für alle, das ist mir alles klar, das scheint mir persönlich auch wichtig. Aber ich möchte nochmals zurück zu den Leuten. Sie haben es gesagt, ja, okay, die Steuerzahlerinnen, die gingen ins Risiko, aber Fakt ist ja, die Bankenrettung von 2008, die UBS damals und die Credit Suisse, diese Übernahme, die der Staat mit ermöglicht hat, mit sehr viel Geld, mit dem er ins Risiko gegangen ist, die hat den Staat am Schluss, beide Rettungen haben den Staat keinen Franken gekostet, die haben uns allen, den Lehrer in Bümplitz, nichts gekostet. Ja, am Schluss nicht, aber wer sagt denn, dass die dritte Rettung, die es vielleicht geben wird, wenn man die Eigenkapitalvorschriften nicht erhöht, dass dann die wieder so glimpflich abläuft, wenn es dann nur noch eine Bank ist, die doppelt so groß ist wie das BIP der Schweiz? Also da würde ich meine Fragezeichen setzen. Und vielleicht als Bemerkung, also ich finde das schon eine gute Frage und gleichzeitig glaube ich, es gibt einfach gewisse politische Fragen, die man nicht einfach auf den Nutzen des Einzelnen reduzieren kann. Ich glaube, ein Gesellschaftsvertrag, der eben alle in einer Gesellschaft gleich behandelt, ist eben auch am Schluss ein so etwas wie ein Nutzen. Also ich glaube, das ist dann am Schluss eine sehr liberale oder mir eine zu liberale Definition quasi, dass man alles am Nutzen des Einzelnen messen muss. Reden wir über dieses Eigenkapital, das ist auf dem Tisch, höheres Eigenkapital für die neue UBS auch, die doppelt so groß ist wie das Bruttoinlandprodukt der Schweiz, das Yves Wegelin gesagt hat. Ein Problem, ein großes Risiko, vielleicht der Steuerzahler, die Steuerzahlerin beim nächsten Mal tatsächlich
noch stärker im Risiko, falls die auseinanderfallen sollte. Jetzt kommt die Bankiervereinigung, die vertritt die Interessen der Banken und sagt, ja, höheres Eigenkapital, das macht das Banking sehr viel teurer. Christoph Schaltiger, Sie sind ja auch nicht gegen höheres Eigenkapital, doch wer würde diese Kosten denn tragen, wenn die Banken neuerdings 3- oder 4-mal so viel Eigenkapital halten müssten? Das System, wie wir es heute haben, ist, dass wir die Gewinne privatisieren und die Verluste sozialisieren. Und das ist irgendwie etwas, was in unserem Gesellschaftsmodell so nicht funktioniert. Wir müssen eine Trennung zustande kriegen, demokratische Steuerung überall dort, wo wir Marktversagen haben und deshalb Staat brauchen. Und beim Rest gilt das Risiko, Haftung, Risiko und Kontrolle in einer Hand. Und es kann nicht sein, dass die Gewinne privatisiert werden und die Verluste dann der Allgemeinheit anfallen. Nach Berechnungen meines Kollegen Adriel Joost sind das 30 Milliarden im Moment. Also mit 30 Milliarden wird die Bankenbranche in der Schweiz subventioniert vom Steuerzahler. Aber und die Banken, die machen uns ja jetzt quasi Angst. Die sagen, ihr könnt uns schon 10% hartes Eigenkapital vorschreiben, dann wird die Hypothek einfach 2 Prozentpunkte teurer. Ja, aber es ist nicht so, dass im heutigen System die Hypothek einfach billig ist, sondern das Risiko der Banken im Hypothekargeschäft wie auch in anderen Geschäften wird zum Steuerzahler abgewälzt. Das kann in einer Gesellschaft nicht funktionieren. Das ist ineffizient und es ist auch unfair, weil sich nur die Privilegierten, die in diesem System sich clever durchmogeln, die können eben die Gewinne privatisieren und die Verluste sozialisieren. Das ist Gift und das ist toxisch für eine Gesellschaft. Wir müssen diese Kostenwahrheit wieder herstellen. Und wenn diese Kostenwahrheit bedeutet, dass das Zinsniveau sich anpassen würde, dann würde es effizienterweise so sein. Aber das sind natürlich größere Fragezeichen, ob das überhaupt geschehen würde. Denn wenn man mal die Banken vergleicht mit anderen Firmen, ich meine, Banken haben heute 93% Fremdkapital, jede andere Firma hat ungefähr 50, der Durchschnitt der anderen Firmen hat 50%. Jetzt muss man mir mal erklären, warum es bei einer normalen Firma niemand sagt, das geht gar nicht, dass die Produkte sind viel zu teuer, ich kann gar nicht wirtschaften, aber bei den Banken muss es anders sein. Aber wie einfach wäre es denn, vielleicht meine Frage an Sie beide, dieses Eigenkapital aufzubauen, das Eigenkapital zu verdreifachen, zu vervierfachen? Das würde ja bedeuten, dass die neue UBS Dutzende von Milliarden an Gewinnen einbehalten müsste über Jahre oder irgendeinen Investor, eine Investorin finden müsste, die Milliarden, also wirklich Dutzende, 50 Milliarden, 100 Milliarden vielleicht, auftreiben müsste auf den Markt. Funktioniert das überhaupt? Ich meine, man muss vom Ende her denken. Und wenn man das Ziel hat und sieht, es gibt ja nicht die Eigenkapitalgröße, die richtige ist. Das ist auch immer eine Zähler-Nenner-Frage. Sondern das Entscheidende ist einfach, dass das im Zielhorizont so weit geht, dass auch die Banken abwickelbar werden, dass es ein Insolvenzrisiko für die Banken und das Bankgeschäft gibt. Und für das muss das Eigenkapital natürlich viel höher werden, damit es dann auch spielt. Wenn das über 30 Jahre dann aufgebaut wird, dann sind das halt jedes Jahr Thesaurierungen von Gewinnen, die dann in das Eigenkapital geführt werden müssen. Das ist machbar. Und wenn es auch Es ist entweder machbar, dass dieses Eigenkapital geöffnet wird, oder es ist machbar, dass die Banken kleiner werden. Aber letztendlich für den Steuerzahler ist das wurscht. Ich brauche Bankgeschäfte, nicht große Banken. Ich brauche einen effizienten, international kompetitiven Bankensektor. Was ist denn der Nutzen dieser Großbank, die wir in der Schweiz haben? Brauchen wir überhaupt eine international tätige UBS? Kann ich vielleicht noch ein Wort zu den Kosten sagen? Also der Punkt ist ja, Sie haben es gesagt, man kann die Gewinne einbehalten. Das ist natürlich teuer, aber über gewisse Jahre ist das machbar. Das ist einfach eine Frage der Kosten. Das ist auch übrigens so, wie die Banken nach der Finanzkrise häufig ihr Eigenkapital aufgestockt haben. Das hat die Bank für den internationalen Zahlungsausgleich hat das in einer Studie aufgezeigt. Man kann aber auch neue Aktien herausgeben. Das ist nicht wahnsinnig attraktiv, weil die Aktien natürlich dann weniger wert sind. Oder man kann auch ganz einfach die Bilanz kleiner machen. Also man kann eigentlich Anlagen verkaufen,
Wenn man Anlagen verkauft, braucht man für diese Anlagen auch kein Eigenkapital mehr. Also Eigenkapitalerhöhung bedeutet halt nicht nur unbedingt, man stockt das Kapital auf, sondern man kann einfach auch Anlagen verkaufen und die Bank wird dann kleiner und auch weniger gefährlich für die Schweiz. Sollte die UBS denn kleiner werden? Sollte jetzt sie eben weniger international werden? Das scheint mir schon eine wichtige Frage, die ich noch ein bisschen vertiefen möchte mit Ihnen beiden. Wir haben jetzt diese eine international tätige Großbank in der Schweiz, GSIB, Globally Systematically Important Bank, oder so wird sie genannt im Fachjargon. Muss es die geben in der Schweiz? Ich würde dort einen sehr liberalen Ansatz wählen und sagen, also wenn sie kein Risiko ist, dann werde ich diese Bank sicher kritisieren für gewisse Geschäfte oder anderes, aber dann ist es mir ein bisschen egal. Aber das heißt, dass sie eben höheres Eigenkapital braucht, um dann auch das Verluste tragen zu können, damit das nicht den Steuerzahlenden abgewälzt wird. Oder man muss sie muss insolvent werden können. Und das hat man jetzt 15 Jahre gesagt, das ist möglich. Und es war nicht möglich. Ja, und es gibt Leute wie zum Beispiel Herr Hellwig oder Anna Tatmati, die wirkliche Koryphäen in diesem Gebiet sind, die haben schon damals gesagt, das ist nicht möglich, weil eine Bank eben international operiert. Und dann müsste sie an einem Sonntag von einem Land, von ein paar Beamten, die das noch nie gemacht haben, aufgelöst werden. Und das funktioniert nicht. Jetzt gibt es einen Expertenbericht, der sagt, ja doch, hätte trotzdem funktioniert. Ich hätte da einfach sehr große Fragezeichen. Weil man diese hat es Frage, einfach nicht gewagt. Diese Frage kann man gar nicht abschließend beantworten. Es kann niemand sagen, ob es möglich ist. Es ist spannend, dass Sie die Forschung mit ins Spiel bringen. Ich habe die Forschung auch angeschaut bei meinen Vorbereitungen, als ich mich dazu schlau gemacht habe. Was sagt denn die Forschung dazu? Wie viel Eigenkapital müssten die Banken halten? Da habe ich ein Papier gefunden aus den USA. Das ist repräsentativ für alles, was ich gelesen habe. 19% hartes Eigenkapital wäre das Optimum. Ja, es kostet zwar ein bisschen mehr für die Banken, aber es verringert das Risiko für Bankenkrisen. Sie beide sagen auch, mehr Eigenkapital. Im Parlament ist das offensichtlich aber noch nicht angekommen. Wie erklären Sie sich das? Also man muss sagen, es ist ja interessant. Das ist plötzlich die erste Frage. Also es gibt wahrscheinlich nicht, das kann man offen sagen, es gibt nicht wahnsinnig viele wirtschaftspolitische Fragen, in denen wir einer Meinung wären. Und da ist plötzlich so eine ich würde sagen, so ein bisschen eine linkere, progressive Position mit einer eher ordoliberalen Position plötzlich ziemlich vereinbar. Das zeigt eben, dass es eigentlich sehr wenige Argumente dagegen gibt. Es gibt natürlich die Interessen der Bank. Und ich glaube, das ist am Ende des Tages auch die Interessen, die im Parlament verteidigt werden, nicht unbedingt, weil die irgendwie gekauft werden oder so weiter. Es ist mehr, dass man einfach Angst hat, wenn man der UBS Eigenkapital von 20% aufdiktiert, dann ist das natürlich, das kann man nicht kleinreden, das ist ein Wettbewerbsnachteil. Man muss kleiner werden und ich glaube, die viele SchweizerInnen können sich das nicht vorstellen, diese UBS schrumpfen zu lassen. Wann haben Sie zuletzt mit einer Parlamentarierin, einem Parlamentarier über Bankenregulierung gesprochen, Christoph Schaltegger? Oh, weiß ich gar nicht. In der Regel rede ich nicht so oft mit Politikern, sondern versuche mich auszutauschen mit anderen Kolleginnen und Kollegen. Aber ich glaube, also was ich jetzt beobachte, ein bisschen einen Schritt zurück machen zur Politik ist, ich meine, im Wesentlichen gibt es ja eigentlich zwei Ansätze. Der eine, der wäre, wie Herr Wegelin, glaube ich, richtig gesagt hat, so eine Art liberaler Ansatz, dass man sagt, die müssen einfach vom risikotragenden Eigenkapital besser strukturiert sein, weniger riskant unterwegs sein. Der Rest ergibt sich durch die Märkte selber. Und das ist irgendwie natürlich in der Politik oft ein Weg, der nicht so gerne beschritten wird. Man möchte die Dinge im Feintuning regeln. Man möchte Vorgaben machen über Gehälter. Man möchte Vorgaben machen über welche Geschäftsfelder getätigt werden. Man möchte Vorgaben machen, wie und welches Personal angestellt wird, etc. etc. Und so wie ich das beobachte, macht man das jetzt genau, oder? Man versucht Rettungsschirme. Wir werden, glaube ich, auf das noch zu sprechen kommen. Man versucht Rettungsschirme zu spannen von verschiedener Seite her, indem man irgendwie kurativ die Dinge regelt. Man versucht dann mit einem Lohndeckel etc. die Dinge zu regeln. Aus meiner Sicht ist das eine Anmaßung von Wissen, weil es wäre rein zufällig, wenn über diese Art der Regulierung am Schluss ein effizientes Bankensystem herauskommt. Aber Sie beide scheinen mir ja einig zu sein, dass es diese einfache Lösung gibt. Viel mehr Eigenkapital setzt sich aber nicht durch. Deshalb auch meine Frage an Sie. Wieso setzt es sich nicht durch in der Politik?
Ja, das sehen wir eigentlich in jedem Bereich. Also in jedem Bereich versucht die Politik im Feintuning so ein bisschen, man hat die Vorstellung, ich bin selber am Steuerrad und versuche die Dinge zu regeln. Und dieser ordoliberale Ansatz, dass man einen Schritt zurückgeht und sagt, ich versuche die Rahmenbedingungen, die Spielregeln zu definieren und der Rest ergibt sich selber. Diesen Mut, den hatte die Nachkriegsgeneration, aber der ist mittlerweile, es sind viele zu Zauberlehrlingen geworden. Mhm. Gut, ich glaube, dort würde ich natürlich schon weitergehen. Also ich glaube, es braucht Eigenkapital, es braucht viel mehr Eigenkapital, es braucht Pläne, die man anwenden würde, wenn eine Bank Probleme bekommt. Aber ich glaube halt schon auch, dass man eine viel, viel stärkere Finanzmarktaufsicht braucht, die wirklich auch, das wird ja seit langem diskutiert, leider wurde das nie durchgesetzt, die wirklich auch Bußen verteilen kann und auch gewisse ManagerInnen, die fehlbare Leistungen haben, die wirklich anpacken kann. Und die FINMA nach der Krise haben dann ganz viele bürgerliche Politiker auf die FINMA geschossen. Ich meine, ja, die hat sicher auch Fehler gemacht, aber das große Problem war, dass eine bürgerliche Mehrheit im Parlament diese FINMA immer an die kurze Leine genommen hat. Also Herr Motti 2014, 2015 hat er in allen Tamedia-Zeitungen ein großes Interview gegeben, hat gesagt, wenn das weitergeht mit diesen Regulierungen, dann wandern wir ab. Dann ging es ein paar Monate, dann hatte man von SVP, FDP und auch BDP Vorstöße, die sagten, ja, die FINMA, die überbordet jetzt, wir müssen schauen, dass die nicht mehr so viele Kompetenzen an sich reißt. Und fünf Jahre später, nein, nicht fünf Jahre später, acht Jahre später hatten wir jetzt diesen Fall. Ich möchte das gerne aufnehmen und ein bisschen vertiefen, weil es ist ganz interessant. Die FINMA, die ist im internationalen Vergleich institutionell schwach. In der Eurozone und in den USA ist die Finanzmarktaufsicht ja angegliedert direkt bei der Zentralbank, dort, wo auch die Macht ist, dort, wo auch das Geld ist. Wir kommen in einer Sekunde dann auf dieses Auffangnetz zu sprechen, über diese mehreren hundert Milliarden Franken, die die Nationalbank gesprochen hat im Frühling 2023. Aber eine ganz konkrete Frage, sollte denn die Finanzmarktaufsicht in der Schweiz auch bei der Nationalbank angesiedelt sein? Sehe ich nicht, das würde ich sogar sehr gefährlich sehen. Weshalb? Und ich habe festgestellt, dass ich jetzt doch noch eine Differenz zu Herrn Wegelin habe. Deshalb versuche ich noch, das meinen Punkt hier zu machen. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist oder auch zielführend, wenn wir versuchen, mit Bußen oder anderen Mechanismen das Verhalten der Manager zu zähmen. Weil die Idee, oder das ist eine populäre, aber aus meiner Sicht zu kurz gegriffene Idee, dass es die Manager sind, die wahnsinnig gerne Risiken eingehen. Ja, dahinter steckt ein Aktionariat, das natürlich genau das möchte. Und das Aktionariat, oder wenn ich 97% Fremdkapital habe, dann weiß ich als Aktionariat, riesiger Hebel, und ich werde dann noch durch die Rettungsschirme aufgefangen, das ist eine feine Sache. Bei der CS ist es ja auch ziemlich gut aufgegangen. Ist eine feine Sache, deshalb möchte ich, dass die Manager Gas geben. Nun gut, die Aktionärinnen haben ja ziemlich viel Geld verloren mit der Credit Suisse. Die haben, ja, was haben die bekommen? Die haben viel weniger verloren, als sie eigentlich verloren hätten, wenn sie insolvent geworden wäre. Und deshalb, ich glaube, oder das Entscheidende ist, dass letztlich die Manager sind ja im Dienste ihres Aktionariates und die Anreize bei jemandem zu reduzieren, während der andere Gas gibt, das kommt nicht gut heraus. Mit dem Eigenkapital und auch noch anderen Mechanismen, aber mir scheint das Eigenkapital sehr zentral, habe ich natürlich für die Aktionäre ganz andere Anreize. Sie gehen viel weniger riskant ins Spiel und dann werden als Resultat davon natürlich auch andere Manager gewählt. Also ich glaube, hier werden wir nicht einig heute Abend mit diesen Boni-Verboten, wirkt das nicht. Aber das Institutionelle vielleicht auch noch an Sie, Yves Wegelin, die Finanzmarktaufsicht bei der Nationalbank ansiedeln, würden Sie da sagen, das wäre eine gute Idee für die Schweiz, da sollte die Schweiz ins Ausland schauen und da kopieren, was da schon sehr erfolgreich gemacht wird? Ganz offen gesagt, ich weiß es nicht, aber ich halte es auch ein bisschen für eine nebensächliche Diskussion. Also was ich ganz schlimm finde, Sergio Ermotti hat mal vorgeschlagen, dass man die FINMA... Wir müssen das vielleicht schnell sagen. Sergio Ermotti ist jetzt der CEO der UBS. Genau. Er hat vorgeschlagen, dass man die FINMA quasi ins Finanzdepartement von der heutigen Bundesrätin Karin Keller-Sutter integrieren würde, was wirklich da ein grosses Fiasko wäre, weil das Staatssekretariat für internationale Finanztragen, das im Finanzdepartement ist eben zuständig für die Förderung der Banken
Man geht ins Ausland, versucht neue Geschäftsfelder zu eröffnen und dann sollte eigentlich dieses Finanzdepartement auch noch die Banken regulieren. Also das wäre die Katastrophe. Also da müssen wir noch eine institutionelle Lösung finden mit dieser FINMA. Wie geht es weiter mit der FINMA? Wie stärkt man die? Was muss die für neue Kompetenzen erhalten? Ja, aber ja, also ich glaube, institutionell, sie ist relativ unabhängig, stark unabhängig, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist eine richtige Lösung. Jetzt gibt es noch die Frage, wo bei der Bankenregulierung, wo sind die Kompetenzen bei der FINMA, wo sind sie bei der SNB? Ich finde, möglichst ein klares, eindimensionales Mandat für die SNB. Man sieht bei vielen anderen Zentralbanken, was geschieht, wenn sie in ihren Zielen überfrachtet werden, dann sollen sie alles Mögliche machen, aber die Geldwertstabilität haben sie nicht mehr im Fokus. Man sieht, was das verursachen kann. Also aus meiner Sicht, eine Institution, ein Ziel, das ist schwierig genug, und möglichst klare Trennung. Lassen wir die Banken hinter uns, sprechen wir noch über unser zweites Thema von heute Abend. Auch das ein sehr internationales Thema. Deutschland steckt bereits in der Rezession. Die Wirtschaft dort, die schrumpft. China und die USA, die schwächeln ebenfalls. Das macht es für die Schweiz dann halt schwieriger, ihre Produkte dorthin zu verkaufen, zu exportieren. Das merkt man jetzt auch in den Zahlen. Der Bund hat Anfang September ein Nullwachstum gemeldet für die Schweiz. Yves Wegelin, wie schlecht geht es der Schweizer Wirtschaft? Ja, es ist eine spezielle Situation, weil wir haben Nullwachstum, aber wir haben gleichzeitig Fachkräftemangel, also angebliche Fachkräftemangel. Vielleicht können wir da über das noch reden, weil ich glaube, dass die Situation schon ein bisschen komplexer ist, als diese Begriffe suggerieren. Also von dem her würde ich sagen, es ist jetzt nicht dramatisch. Und zweiter Punkt, also das ist ja eigentlich genau das, was man machen wollte. Ich meine, die ganzen Zinserhöhungen, die man gemacht hat, um die Inflation zu senken, das war ja immer die Kritik, ebenso eher von progressiven linken Kräften, die gesagt haben, die Inflation könnte man auch mit anderen Mitteln senken. Die Nationalbanken haben gesagt, nein. Ganz viele bürgerliche Politiker haben gesagt, nein, wir müssen diese Zinsen erhöhen. Und das ist natürlich klar, wenn man die Zinsen in so kurzer Zeit so stark erhöht, dann hat man halt eine Konjunkturbase. Und von dem her war das genau das, was man eigentlich wollte. Aber ist es denn nur eine Base? Oder was bedeutet jetzt dieses schwache Wirtschaftswachstum für, sagen wir, einen Hilfsarbeiter auf dem Bau? Ja, natürlich, es gibt eben Sektoren, zum Beispiel im Bau, wo es tatsächlich in den nächsten Monaten tatsächlich schwierig werden könnte. Handkehrum haben wir eben in anderen Bereichen wie in der Bildung, in der Gesundheit, die ich für sehr wichtig halte, haben wir nach wie vor zu wenig Leute. Es ist wirklich eine schwierige Situation. Es ist nicht die gleiche Situation, die wir jetzt in den letzten 20 Jahren hatten, wo man Konjunkturtiefs hatte und dann eine große Debatte, was soll man machen. Also ich würde eher, statt jetzt einfach Konjunkturprogramme, würde ich eher dafür plädieren, dass man wirklich punktuell die Probleme angeht. Also, dass man bei der Teuerung, dass man die Mieten angeht, dass man den Fachkräftemangel eben in öffentlichen Institutionen angeht, dass man die Krankenkassenprämien angeht, die steigen und so weiter und so fort. Also ich glaube, jetzt ich würde das weniger auf einer makroökonomischen Perspektive betrachten und mehr wirklich in den verschiedenen Dossiers Lösungen suchen. Sie haben schon ein paar Stichworte gedroppt, würde man ja in Jugendsprache sagen. Krankenkassenprämien, Mieten, Kaufkraft, das ist das linke Programm der SP für die Wahlen 2023 sind wir noch nicht, 24, aber für das Parlament, das dann ab 24 zusammenkommt. Reden wir über diese Kaufkraft. Sehen Sie das auch als das größte Problem, Christoph Schaltegger? Oder wenn Guy Parmelin zu Ihnen kommen würde, der Wirtschaftsminister, und sagen würde, Christoph Schaltegger, welches eine Problem muss ich jetzt angehen? Würden Sie auch sagen, Krankenkassenprämien, Mieten, Kaufkraft? Also ich würde sagen, meine Empfehlung wäre, die Kirche mal im Dorf zu lassen. Jetzt haben wir mal eine Abkühlung, ein Quartal. Das ist noch auf jeden Fall keine Rezession, sondern eine Abkühlung. Das hat verschiedene Ursachen. Herr Wegelin hat eine davon erwähnt, ist durchaus auch nicht dramatisch, wenn man mal ein Quartal ein Nullwachstum hat. Es ist auch so, wir haben Vollbeschäftigung, wir haben diesen Fachkräftemangel, wir haben einen relativ stabilen Konsum. Also, trotzdem, Sie sagen jetzt, es ist nicht dramatisch, aber natürlich für Sie ist es nicht dramatisch, aber für jemanden, der auf dem Bau schafft, die Bausektoren, die sind relativ stark betroffen von dieser Konjunkturabschwächung. Für diese Menschen ist es natürlich schon dramatisch, wenn die drohen, den Job zu verlieren. Ja, aber ich glaube, wir müssen sowieso die Baukonjunktur, oder die kann nicht mit dieser enormen
Zuwanderung und der enormen Anfeuerung der Bautätigkeit haben wir hier Strukturen aufgebaut, die langfristig gar nicht so überlebensfähig sind. Also ich glaube, wenn man hier ein Soft Landing in der Baubranche erleben, dann ist das nicht dramatisch, oder? Wir müssen versuchen, hier irgendwo in ein System kommen, dass das eine nachhaltige Branchenstruktur erlaubt, dass die Krankenkassen, die Last der Krankenkassenprämien des Portemonnaie der Schweizerin und des Schweizers drückt, das sehe ich auch, oder? Das sieht jeder, der selber hier in der Schweiz auch eine Krankenkassenprämien zahlt. Aber das Problem liegt natürlich nicht in einem konjunkturellen Bässe, sondern hier haben wir strukturelle Probleme und wir haben ein System, das im Wesentlichen nach All You Can Eat funktioniert. Also jeder kann sich aus dem Buffet nehmen, was er möchte und die Kosten der Allgemeinheit anlasten, dann ist das natürlich das Resultat, dass wir eine riesen Mengenausweitung haben und wenn wir in das System der Prämien das finanzieren, dann gehen die Prämien hoch. Das ist nichts Überraschendes. Wenn wir hier etwas ändern wollen, brauchen wir keine Konjunkturprogramme, brauchen wir keine Pflästerchen auf den Konsum oder irgendwelche konsumstützenden Maßnahmen, sondern wir brauchen strukturelle Anpassungen im Gesundheitssystem. Ich möchte nicht das ganze Fass aufmachen mit der Gesundheitspolitik, was tun, um die Krankenkassenprämien runterzuholen, sondern auf dieser Makroebene bleiben. Ich habe mir ein paar Zahlen angeschaut bei meinen Vorbereitungen. Letztes Jahr Lohnerhöhungen für die Arbeitnehmenden von 0,9%, die Inflation war 2,8%. Das heißt, ganz einfach, Ende des Monats bleibt weniger Geld übrig. Dieses Jahr wird es wahrscheinlich auch keine Reallohnerhöhung geben. Dafür eben diese Krankenkassenprämien, die gemäß Sondesuisse um 8, 9, 10% steigen können. Und da hängt es dann vielleicht eben doch mit der Wirtschaftslage zusammen. Wenn jetzt die Leute weniger Geld im Sack haben, schwächt das die Wirtschaft nicht noch zusätzlich. Aber das sind ja auch Leistungen, die sie erhalten, oder? Es ist ja, ich finde es immer eigenartig, dass man einerseits der Meinung ist, Gesundheit in einer alternden Gesellschaft wird ein wichtigeres Gut. Die Leute fragen das auch mehr nach. Natürlich, wir haben die Probleme hier der strukturellen Natur, aber es ist in einer alternden Gesellschaft nichts Außergewöhnliches, dass auch die Gesundheitsleistungen mehr nachgefragt werden. Ja, das gehört zum Konsummuster. Jetzt zu erzählen, aber wir haben Kaufkraftverlust. Nein, wir haben eigentlich eine Kaufkraftzunahme, also das BIP pro Kopf, die Produktivität, alles steigt und es steigt viel mehr als in anderen Ländern. Dann haben wir noch eine Währung, die viel stärker wird, das heißt, wir können uns immer tollere Ferien im Ausland leisten. Es steigt alles. Also das ist aus meiner Sicht nicht das Problem, sondern die Konsummuster haben sich einfach verändert und das ist Ausdruck unserer Gesellschaft. Yves Wegelin sitzt neben mir und guckt schon ein bisschen. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, auf welche alle Punkte ich da eingehen möchte, aber vielleicht Kaufkraftgewinn würde mich interessieren. Gibt es einen Kaufkraftgewinn tatsächlich in der Schweiz? Nein, also das ist natürlich eine aggregierte, also natürlich das BIP steigt, von dem her kann man sagen, die Kaufkraft steigt, aber es gibt natürlich auch die Dimension der Verteilung. Also wenn man ganz viele Leute, also es ist so, dass die Hälfte der Menschen in der Schweiz, die haben kein Kapital, die haben Lohneinkommen. Und dort ist es ganz klar, in den letzten 2 Jahren gab es eine Reallohnsenkung von knapp 3%. Wenn man jetzt ein mittleres Einkommen von 80.000 nimmt und da 3% abzieht, dann kommt man halt auf über 2.000 Franken im Jahr. Das ist eigentlich die Inflationssteuer. Ja, das ist einfach, das sind Ferien, das ist... Das sind Ferien, die ins Wasser fallen. Oder im besten Fall, in anderen Fall sind das eben bei gewissen Leuten, die jetzt weniger haben und vielleicht 1.000 Franken ausmacht, sind das halt wirklich extrem prekäre Einkommen, die fehlen. Was ist denn das beste Mittel, um dagegen vorzugehen, um zu sagen, okay, wir haben diesen Reallohnverlust, diese 2.500 Franken, die Sie genannt haben, wir haben diese Krankenkassenprämien, die 8, 9, 10% steigen. Wir konnten heute, es ist der 12. September, wir nehmen auf den 12. September, lesen, 1.000 Franken für eine Familie, mehr Krankenkassenprämien nächstes Jahr. Was sollte die Politik machen, wenn Sie ein Instrument nennen müssen? Ja, das ist eben schwierig. Darum, Sie haben gesagt, auf der makroökonomischen Ebene, ich glaube, normalerweise würde ich mich da gerne einlassen. In der aktuellen Situation ist es wirklich, muss man die Sektoren anschauen. Ich glaube, also erster Punkt, es braucht höhere Löhne. Und das sage ich jetzt nicht, weil das die SP auch sagt. Aber nachdem, dass die Reallöhne jetzt 2 Jahre lang fast 3% gesunken sind, braucht es dieses Jahr höhere Löhne und nächstes Jahr. Und dann haben wir bei den Krankenkassenprämien haben wir ein großes Problem. Und vielleicht da trotzdem noch etwas. Natürlich, es gibt eine Mengenausweitung und ich würde sagen, dass gewisse Kosten
auch wirklich zu viel sind. Also die Medikamentenpreise sind immer ein Thema. Es gibt Margen von Sando, die annähernd 20% sind. Das ist einfach zu hoch. Ich glaube, dort gibt es Einsparpotenzial. Aber trotzdem, es ist ja auch eigentlich etwas Schönes, dass wir mehr für Gesundheit ausgeben. Also es wird immer so als etwas Negatives angeschaut. Und man muss ja sagen, das sind ja nicht nur Kosten. Jeden Franken, den ich ins Gesundheitssystem zahle, ist das Einkommen von irgendjemandem. Also das ist, in anderen Branchen freut man sich, dass das BIP erhöht. Bei der Gesundheit heißt es dann immer, ah, das sind Kosten. Nein, das ist auch ein Einkommen. Das Problem ist, dass wir eine solche Einkommensungleichheit haben, dass es wahrscheinlich für Herr Schaltegger und mich, ich habe einen okay Lohn, ich habe ein gutes Leben, mich stört das nicht wahnsinnig. Aber wenn man halt im Monat vielleicht 5'000 Franken hat und wie die Hälfte der Bevölkerung nichts auf der Seite, und zwar wirklich keinen Rappen, dann ist das halt viel Geld. Und interessanterweise, und dann mache ich einen Punkt, interessanterweise hat ja, nachdem die SVP-Gesundheitsdirektorin von Zürich, Frau Rickli, gesagt hat, wir müssen das Obligatorium aufheben, hat SVP-Gesundheitsdirektor von Bern, mit dem ich sonst wirklich nie einer Meinung bin, Herr Schneck, wir müssen eine einkommensabhängige Krankenkassenprämie einführen. Und das muss ich sagen, ist vielleicht auch Wahlkampf. Aber ich glaube, wir werden nicht darum herumkommen, das zu machen. Das ist international auch eigentlich Standard. Das Feld ist quasi abgesteckt. Von der Extremposition obligatorische Krankenversicherung abschaffen bis zu Wegkommen von der Kopfprämie hin zu einer progressiven Prämie, einkommensabhängigen Prämie, sind wir aber schon wieder sehr nahe bei der Gesundheitspolitik. Etwas haben Sie aber erwähnt. Was schon spannend ist, diese Lohnerhöhungen, die jetzt gefordert werden. 5% hat der Gewerkschaftsverband gefordert. Pierre-Yves Maillard ist im Radio gewesen, hier bei SRF, hat gesagt, jetzt braucht es 5% mehr Lohn, da stehen Ihnen die Haare zu Berge, Christoph Schaltegger. Nein, das ist ja sein Job zu sagen. Das würde mich überraschen, wenn was anderes sagt. Aber würden Sie es denn geben, wenn Sie eine Firma hätten? Ja gut, also wenn ich eine Firma hätte und ich möchte wettbewerbsfähig sein, dann würde ich genau die Löhne zahlen, die der Produktivität meines Unternehmens entsprechen, wenn ich die berechnen könnte. Da wäre ich dann noch gespannt, wie Sie die berechnen. Ja. Ja, nein, aber ich glaube trotzdem im Aggregat ist das wichtig, oder? Wir können Löhne nur in dem Maße erhöhen, wie die Produktivität zunimmt. Und die ist in der Schweiz ja nicht dramatisch tief, auch nicht dramatisch hoch, sondern ganz so etwa okay, etwas unter 1%. Und das ist real und das ist, glaube ich, was man dann auch als mittelfristig als Löhne erwarten kann, ohne die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz zu unterminieren. Aber ich meine, der generelle Punkt, den Herr Wegelin ja aufwirft, ist, haben wir ein Verteilungsproblem? Und ich glaube, ich sehe das nicht so dramatisch. Ich glaube, wir haben kein Verteilungsproblem. All die Daten, die ich kenne zu Einkommensverteilung in der Schweiz, die sind eigentlich sehr, sehr stabil. Das einzige Problem, wenn man mit der Lupe sucht, ist das, dass sich quasi der untere Mittelstand nicht mehr von tiefen Einkommen wirklich abheben kann und dass es ein gewisses Gefühl des Unwohlseins gibt, weil natürlich der untere Mittelstand weniger auf Transfers und Unterstützungsleistungen des Staats basiert und deshalb irgendwie ein Ohnmachtsgefühl da, kann man auch Verständnis dafür haben, ein Ohnmachtsgefühl sich ergibt. Aber sonst scheint mir das in der Schweiz sehr stabil zu sein, auch im internationalen Vergleich, oder wenn wir die Zahlen anschauen, wie es dieser berühmte Gini-Koeffizient, der die Einkommensverteilung, die Gleichverteilung der Einkommen über die gesamte Gesellschaft anschaut, dann ist die Schweiz vor Umverteilung eines der am egalitärsten Länder, das gleichverteilteste Einkommen, das wir haben. Das deutet darauf hin, dass unser Arbeitsmarkt tatsächlich die Leute in Brot und Arbeit bringt und ihnen ein Einkommen generiert, das auch ein Auskommen gestattet. Nach Umverteilung sind wir etwa im Mittelfeld der OECD-Staaten. Weil wir nicht so viel umverteilen. Weil wir nicht mehr so viel, aber wir auch nicht so viel umverteilen müssen, wenn wir bereits vor Umverteilung schon eine sehr gleichverteilte Situation haben. Insofern glaube ich, von der Makroebene her gesehen, gibt es für mich keinen Handlungsbedarf. Das heißt nicht, dass ich jetzt quasi die Augen nicht habe für Fälle, die es natürlich, es gibt immer Einzelfälle, die dramatisch sind und wo dann quasi auch unsere, wenn man so möchte, Barmherzigkeit gefragt ist und das private Engagement gefragt ist. Aber generell als Gesellschaft, glaube ich, die Schweizer Gesellschaft
die hat kein Verteilungsproblem. Lassen Sie uns diesen Ball gleich weiterspielen. So, Yves Wegelin, der links neben mir sitzt, kein Einkommensverteilungsproblem? Ja, ich meine, das ist ja, also Herr Schaldegger hat jetzt gesagt, wenn man das anschaut, sieht man, dass man nicht hat. Ich glaube, das ist eine Wertefrage. Also ich meine, wir haben international ein Verteilungsproblem, und zwar ein extrem großes, das auch extrem große Schäden bringt, bis hin zu populistischen Aufbegehren. Also ich halte die Ungleichheit wirklich für eines der größten Probleme, die wir auf der Welt haben. Und ich glaube, sie ist auch in der Schweiz sehr groß. Insbesondere bei den Spitzeneinkommen gibt es da auch eine Entwicklung, die zu verzeichnen ist. Und bei den Vermögen, also die Schweiz ist, Herr Schaldegger spricht gerne von den Einkommen, oder? Aber auf was es darauf ankommt, sind die Vermögen, und dort ist die Schweiz eines der ungleichsten Länder überhaupt. 1% besitzt über 40% aller Vermögen, die Hälfte der Bevölkerung hat nichts. Lustigerweise hatte ich nicht, von lange hatte ich so eine Grafik in der Hand, und dann habe ich meinen 10-jährigen Buben gefragt, was ist das? Dann habe ich gesagt, das ist so, wie das Geld in der Schweiz verteilt ist. Dann hat er mich angeschaut und er wollte es zuerst nicht glauben. Und ich hatte plötzlich wirklich, ich habe gemerkt von diesen kindlichen Augen, das ist eigentlich etwas, wir werden da reingeboren. Ich halte das jedes Mal, wenn ich diese Grafik anschaue, denke ich mir, es wird irgendeine Zeit geben, dann werden wir zurückblicken und werden sagen, war das überhaupt möglich? Also ich glaube, das ist eine riesen, ja, also ich glaube, da gibt es, also ich wäre zum Beispiel für eine Erbschaftssteuer. Wir vererben jedes Jahr in der Schweiz, ich glaube, 90 Milliarden Franken. Das ist Geld ohne Leistung. Das sollte eigentlich auch von der liberalen Seite her mehr Unterstützung kommen. Noch ganz kurz zum Kaufkraftverlust, den Sie vorhin angesprochen haben. Das freut mich, wir schließen den Bogen. Ja, genau. Also das große Sorgenkind ist ja Deutschland, oder? Und interessanterweise hat die EU-Kommission vorgestern einen Bericht rausgegeben, was die Probleme von Deutschland ist. Und natürlich sagt jetzt Herr Lindner, der Finanzminister von Deutschland, sagt Bürokratie und so weiter. Und dort steht als erstes sind die Löhne. Also die Löhne sind so tief, dass die Nachfrage fehlt. Und interessant ist, dass die Schweiz eigentlich immer das genau gleiche Wirtschaftsmodell hatte wie Deutschland. Man setzt auf Exporte. Man sagt sich, ist egal, wie viel die Leute im Sack haben, weil wir exportieren. Das ist ja auch der Grund, wieso das gemessen am BIP die Schweiz und Deutschland und China solch enorme Exportüberschüsse haben. Also wir gehen eigentlich davon aus, dass sich die Leute im Ausland verschulden müssen, um unsere Waren zu nehmen. Und das kommt jetzt im Fall von Deutschland, ist das jetzt das wesentliche Problem, oder? Weil jetzt, wenn China in eine Krise schlittert, dann fällt halt diese Nachfrage weg. Also die Lohndiskussion, die haben wir in der Schweiz, die haben wir in Deutschland, und Sie haben mir das Stichwort geliefert, Deutschland. Dort leben ganz viele AuslandschweizerInnen, eine Wählergruppe, die meistens nicht so viel Beachtung findet. Bei Swissinfo ist es anders. Dort finden die Leute eben Beachtung. Und ich habe mich gefragt, was macht denn eine Auslandschweizerin, ein Auslandschweizer, der für ein paar Jahre oder ein paar Jahrzehnte vielleicht in Berlin wohnt, dort arbeitet und plant, später wieder in die Schweiz zurückzukommen. Und er sieht jetzt diese Situation, er oder sie, Wirtschaftsabschwächung, und diese Person muss sparen fürs Alter. Und die fragt sich jetzt, in welcher Währung spare ich jetzt? Was macht das mit dem Wechselkurs? Was würden Sie dieser Person empfehlen? 3A in der Schweiz machen oder das Geld irgendwo in einer deutschen Bank in Euros anlegen? Ja, ich meine, in der Regel gebe ich keine finanziellen Tipps. Heute können Sie eine Ausnahme machen. Ich glaube, wenn ich in Deutschland leben würde, in Berlin, und ich plane später im Alter wieder in die Schweiz zurückkommen, ist es relativ einfach, was zu tun ist. Möglichst im Schweizer Franken sparen. Das wertet sich in der Regel, also über die letzten 100 Jahre ist es eine Geschichte der Aufwertung, wertet sich auf. Natürlich ein paar andere Sachen zu berücksichtigen, aber im Wesentlichen hätte ich jetzt gesagt, also wenn ich in Zukunft irgendwo konsumieren möchte, wo ich davon ausgehen kann, dass sich dort die Vermögenswerte aufblähen und die Währung zur Stärke neigt, dann ist es wahrscheinlich naheliegend, in Schweizer Franken zu investieren. Das macht ihn dann noch stärker. Also zum Schluss doch noch einen Anlagetipp für die Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer von Christoph Schaltegger. Ja, wir sind schon fast am Schluss unseres Gesprächs. Wir haben über die Bankenregulierung gesprochen, über das Nullwachstum, das wir haben in der Schweiz, über die schwindende Kaufkraft. Alles Top-Themen, die uns auch die nächsten Monate und Jahre beschäftigen wird. Und eben nicht nur uns, sondern auch das neue Parlament. Das wird gewählt am 22. Oktober.
Welche Partei hat die besten Rezepte parat für diese wirtschaftspolitischen Herausforderungen, die wir heute diskutiert haben? Yves Wegelin. Das ist jetzt eine sehr, sehr heikle Frage. Als Journalist möchte ich ehrlich gesagt diese Frage ein bisschen umgehen. Wenn Sie jetzt das, was ich heute Abend gesagt habe, mit den Parteiprogrammen vergleichen, werden Sie etwa herausfinden, wem ich meine Stimme gebe. Sehr elegant gesagt. Christoph Schaltig, wem geben Sie Ihre Stimme? Ja, ich bin bünzlig aufgewachsen und bin nun im Reinen, dass ich selber auch einer geworden bin und werde genau so wählen. Ja, was bedeutet das? Da müssen Sie schon ein bisschen konkreter werden. Da gibt es mittlerweile ziemlich Auswahl. Ja, das denke ich auch. Also spezifischer können Sie nicht sein. Sie sind ich habe ja noch einen Monat Zeit. Sie haben noch einen Monat Zeit. Gut, das verstehe ich, dass man sich da nicht auf die Äste rauslassen möchte. Lassen wir das so stehen. Danke, dass Sie heute beide dabei waren im Geldcast Live. Yves Wegelin und Christoph Schaltegger. Und danke auch Ihnen zu Hause fürs Einschalten. Sie können den Geldcast kostenlos abonnieren auf Ihre Podcast-App über den Folgenknopf. Schauen Sie auch gerne mal vorbei auf meinen Social-Media-Profilen oder auf swissinfo.ch. Das ist das mehrsprachige und internationale Medienhaus der Schweiz. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, das ist der Geldcast von swissinfo.ch. Geldcast, der Geldpolitik-Podcast mit Fabio Canetsch. Präsentiert von swissinfo.ch.